Hallöchen, ihr Lieben, danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute räumen wir gemeinsam auf und ich bin schon tierisch aufgeregt, man merkt das vielleicht auch. Immer wenn ich irgendwas Neues bekomme, bin ich immer total hin und weg und will es so schnell wie möglich ausprobieren. Das ist eine Sache, die jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange sie hier liegt. Und meine Finger, die kribbeln immer so danach, es endlich mal auszuprobieren. Und ich habe es ständig vor mich hingeschoben, weil ich euch unbedingt mitnehmen wollte, um euch die echten Eindrücke zu vermitteln. Deswegen testen wir jetzt heute zusammen meine Everdrop-Produkte. Ich blende euch hier jetzt ein Video ein, wie ich dieses Paket erhalten habe und wie ich reagiert habe, als ich dieses Paket geöffnet habe. Ich habe eine Kiste bekommen, über die ich mich so freue. Ich habe da schon ein bisschen drauf gewartet, wenn ich ehrlich sein darf. Ich wollte aber unbedingt was für euch ausprobieren, weil viele von euch ja immer gesagt haben, die Produkte sind ein bisschen umweltschädlich, zumindest die Reinigungsmittel. Versuch's doch mal mit umweltfreundlichen Produkten. Und viele von euch haben sicherlich schon mal was von Everdrop gehört. Das ist die heutige Marke, um die es geht. Und wir machen jetzt mal das große Paket hier auf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal rein, wie viel hier drin ist. Oh Gott, Leute, ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen. Hier sind so viele Sachen drin. Ich habe echt gedacht, es kommen nur zwei, drei Teile an. Und ich bin gerade echt sprachlos. Es sind so viele Sachen hier drin. Hier sind die Sprühflaschen. Guckt euch das mal an. Die sind aus Glas, haben hier das Logo. Und hier unten steht immer drauf, wofür das ist. Das heißt, ihr braucht euch nicht ständig Flaschen zu kaufen, sondern ihr habt es hier drin. Hier haben wir eine Dose fürs Waschmittel und hier steht dann auch Wäsche drauf. Und hier ist es sogar in lila, das heißt, da kommt das Grapefruit rein. Die sind also unterschiedlich gemacht. Und was ich toll finde ist, die haben überall diese einheitliche Prägung, sodass wenn man sie alle zusammen stehen hat, es richtig, richtig schick aussieht. Seht ihr, das ist aufgeplatzt und hier ist so viel Waschmittel weg. Oh, ich nehme jetzt einfach schon mal die Dose und packe das da rein. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hasse es, so viel Reinigungspulver zu verschwenden. Mir würde das Herz bluten, wenn ich das Ganze jetzt einfach wegschmeißen würde. Das ist wahrscheinlich so viel wie für zwei Waschmaschinenladungen. Das haben wir jetzt alles hier gerettet. Leute, guckt euch das jetzt mal an. So sieht das Ganze hier ausgepackt aus. Schnelldurchlauf, WC-Aktiv-Tabs. Die kommen hier rein. Dann haben wir hier Glasreiniger mit der passenden Flasche. Küchenreiniger mit der passenden Flasche. Badreiniger mit der passenden Flasche. Übrigens, hier seht ihr die Farben immer wieder kommen. Das ist total genial gemacht mit diesem Farbsystem. Spülmittelpulver mit der Flasche und dem Pumper. Dann haben wir hier Schwammtücher. Hier haben wir so kleine Messbecher. Hier drin haben die Angaben, seht ihr das? Aus Holz. Das Gute ist, man verwendet ja kein Wasser. Das heißt, das Holz bleibt weiterhin schön. Mit einer Spülbürste aus Holz hier vorne und richtig, richtig starken Borsten hier. Dann haben wir hier einen Putzstein, Bodenreinigerpulver. Hier haben wir das Waschmittel. Einmal in Grapefruit, einmal in Limone. Mit den passenden Behältern. Und das Witzige ist, obendrauf seht ihr das fassende Farbspiel. Da hat sich Everdrop echt was bei gedacht. Spülmaschinentabs. Zwei Packungen mit dem passenden Behälter. Auch wieder das Farbspiel. Ihr merkt's. Das ist echt, damit ihr sofort wisst, ah, da ist das drin. Ohne hier zu lesen, wofür es ist. Hier würde es aber auch nochmal stehen. Also das mit dem Grapefruit-Geruch im Lila. Das ist für Color-Waschmittel. Das hier in Grau ist fürs Vollwaschmittel. Hier habt ihr dann auch Spülmaschine draufstehen. Und hier ist der grüne Everdrop-Kreis. Ihr seht ja hier, der Badreiniger ist in einem Zartrosa. Das seht ihr hier. Küchenreiniger in grün, hier. Spülmittelpulver, hier. Oh, hier ist ein kleines Herzchen. Und hier steht halt auch immer drauf, wie viel hier drin ist. 225 Milliliter passen da rein. Und hier seht ihr es übrigens wieder, Spülmittel. Ich konnte es wirklich kaum glauben. Es waren so viele Produkte drin. Und das allererste, was wir heute machen werden, ist es, die gesamten Gläser und Behälter von Everdrop zu waschen. Ihr habt vielleicht gesehen, im Karton ist mir Waschpulver ausgekippt, denn irgendwo war ein Loch. Ich schätze, beim Transport ist irgendwas schief gegangen, leider. Aber es hat so gut gerochen und ich konnte die Ursache nicht finden und bin dann die ganze Zeit so mit meiner Nase rein, bis ich herausgefunden habe, dass es das Waschpulver ist. Ich war so glücklich. Das heißt, die Wäsche wird gut riechen. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die ganzen Behälter waschen, werden die Behälter befüllen und anschließend machen wir hier so ein bisschen sauber. Ihr seht es ja schon. Ihr kennt mein übliches Chaos. Dann geht es hier mit den Everdrop-Produkten weiter und wir testen heute die Everdrop-Produkte in allen möglichen Bereichen. Und wie bereits angekündigt, habe ich mich direkt an die Arbeit gemacht. Ich wollte unbedingt diese ganzen Behälter und die Glasflaschen von dem Waschpulver befreien, denn ihr habt ja gesehen, die ganze Box, also dieser ganze Karton war voller Waschpulver und es hat so gut gerochen. Ich konnte es gar nicht glauben.
Es war halt echt so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist das, was ist das? Bis ich dann irgendwann zum Waschpulver gekommen bin und gemerkt habe, dass der Duft davon kam. Ich muss euch gestehen, eigentlich mag ich es ja nicht, per Hand abzuwaschen, ne? Aber an dem Tag war das irgendwie total therapeutisch. Mich hat das so beruhigt, diese ganzen Flaschen zu waschen, das Ergebnis im Anschluss zu sehen. Ich hatte auch an dem Tag gar nicht so viel zu tun. Und vielleicht hat mich das so ein bisschen beruhigt und deshalb war das Ganze dann therapeutischer als sonst. Denn sonst liegen dort ja immer tausende Pfannen und an dem Tag hatte ich nur noch eine Pfanne zu waschen. Es war also halb so wild. Ich wollte aber erstmal dafür sorgen, dass ich alle Produkte von Everdrop halt in die einzelnen Behälter und in die einzelnen Flaschen hineingeben kann, damit ich direkt mit ihnen arbeiten kann. Seitdem stehen die auch bei mir hier im Haus überall verteilt rum. Und wir testen sie fleißig weiter, denn es ist ja so, dass der erste Eindruck oder die ersten paar Male vielleicht ein anderer sind, als es dann im Nachhinein der Fall ist. Ich muss euch aber immer noch sagen, dass ich zufrieden bin. Daran hat sich nichts geändert, aber das werdet ihr ja dann im Laufe des Videos ebenfalls sehen. Und ihr habt jetzt gesehen, ich habe versucht, so ein bisschen Wasser zu sparen, indem ich dann ja von dem einen Behälter in das andere das Wasser gekippt habe und so. Keine Ahnung, wie viel das gebracht hat. Ich versuche inzwischen ein wenig mehr darauf zu achten. Ich bin gespannt, was wir noch so alles ändern können, damit wir zu dem Ergebnis kommen, was wir irgendwann mal erreichen wollen. Und ihr wisst ja, ein Ziel erreicht man nicht direkt, man braucht ein paar Babyschritte zuvor. Und das ist das, was wir gerade hier umsetzen. Wir beginnen hier zuerst mit den Reinigungsmitteln und steigern uns dann vielleicht im Laufe der Zeit. Ich bin gespannt, was euch so alles in den ganzen nächsten Videos erwartet. Vielleicht dann auch ab dem Sommer, wo es dann etwas ruhiger bei uns wird. Ich bin da schon selbst tierisch gespannt drauf und ich denke, ihr wahrscheinlich auch. Und ich hoffe, dass es für euch hier mit diesen Clips hier genauso therapeutisch ist wie für mich. Selbst beim Schneiden habe ich das heute echt genossen und ich weiß nicht warum. Fragt mich nicht, was das ist. Vielleicht ist mein Kopf gerade so überfordert, dass ich froh bin, dass da überhaupt irgendwas gerade ruhig abläuft. Denn das waren diese Clips, die waren wirklich sehr ruhig. Und nachdem ich dann alles gewaschen und auch abgetrocknet habe, habe ich da jetzt nun alles reingegeben, was reingehört. Hier seht ihr mich zuallererst mit den Geschirrspültabs. Und ich habe echt am Anfang überlegt, ob ich die schön sortieren soll. Weil ich glaube tatsächlich, dass dann zwei Packungen reingepasst hätten. Aber auch ganz ehrlich, Leute, an dem Tag, nee, ich wollte nicht. Vielleicht mache ich das noch irgendwann. Dass da jetzt so 10 Tabs oder so übergeblieben sind, hat mir dann im Nachhinein nichts mehr ausgemacht. Hier seht ihr auch, dass ich das Pulver dann hineingebe. Bei dem Colorwaschmittel hat es noch super funktioniert, denn das ist ja ausgelaufen im Karton. Hier beim Vollwaschmittel, oh ja, da hat natürlich dann wieder so ein kleines Stückchen nicht mit hineingepasst, war ganz traurig darüber. Aber dafür haben die WC-Tabs dann super hineingepasst. Aber auch wirklich, mehr Tabs hätten nicht reingepasst, weniger natürlich schon, aber wir wollen es ja immer so voll wie nur möglich haben. Und hier habe ich übrigens die erste Flasche befüllt. Die Farbe wird immer intensiver mit der Zeit. Also es hat ein wenig gebraucht, bis es überhaupt so die grüne Farbe angenommen hat. Bei der rosanen Farbe hat man es direkt gesehen. Allerdings wurde diese dann auch intensiver mit der Zeit. Und hier bei den Glasreiniger, da war das wirklich so, dass es eine Zeit benötigt hat, damit man die Farbe dann erkennen konnte. Hier seht ihr das ganz, ganz blasse Blau. Anschließend wurde das kräftiger. Also ganz so kräftig jetzt nicht, aber es war trotzdem da. Guckt euch mal an, jetzt ist alles in den Behältern. Wie schön das aussieht und die Farben. Das hier ist übrigens zu einem Gel geworden, beziehungsweise ist immer noch dabei. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der Küche. Das ist der Bereich, in dem wir heute arbeiten werden. Ihr seht es hier schon an der Insel, hier vorne. Wir haben heute was zu essen gemacht. Und das liegt noch vom Mittagessen hier rum.
Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Und die Spülmaschine ist fertig geworden. Das heißt, wir können sie gleich neu einräumen. Leider haben wir definitiv nicht genug hier, um die gleichzustellen. Aber eventuell füge ich euch dann einen Clip vom morgigen Tag hier mit rein, sodass ihr seht, wie die Spülmaschinentabs von Everdrop funktionieren, ob sie gut sind oder eher nicht. Oh, hier haben wir Suppe. Das sind unsere Reste. Die Suppe lag leider schon zu lange da im Kühlschrank. Und ich habe noch ein paar Nachfüller. Ihr wisst ja, ich mag es eigentlich nicht, wenn wir diese Glascontainer kaufen. Es gibt nur leider keine Nachfüller mehr in diesen Verpackungen. Ich wünschte tatsächlich, dass diese Gewürze, die kann man genauso lagern wie die Produkte von Everdrop, also in einer Papierverpackung. Warum es nicht gemacht wird, finde ich leider sehr, sehr schade. Denn auch an diesen Tüten von Everdrop habe ich gesehen, dass sie nicht so leicht einreißen, wie man meinen mag. Deswegen hätte ich das hier lieber in der Verpackung von Everdrop. Ja, das hier kommt dann auch nochmal mit rein. Hier werden wir gleich nochmal diesen Seifenspender reinsetzen mit dem Spülmittel. Und dann haben wir hier auf der Insel auch nochmal einiges. Auch hier jetzt vom Einräumen sind super viele Flecken auf der Insel hier vorne entstanden. Aber das machen wir gleich weg. Und da wir an diesem Tag nicht ganz so viel zum Saubermachen hatten, was immer eine gute Sache ist, habe ich zuerst mit den Flächen angefangen. Zumindest mit dieser langen Fläche. Wir haben ja nun einige Abschnitte in dieser Küche. Und da versuche ich dann immer zuallererst, diese lange Fläche sauber zu machen. Denn dort kann ich dann notfalls immer noch mal irgendwas draufstellen. Ich habe das zwar immer nicht vor, denn wenn man sauber gemacht hat, versucht man es ja sauber zu halten und dann nicht noch mal was abzustellen. Für den Fall der Fälle hätte ich dann aber schon mal was gehabt. Und hier mit dem Küchenreiniger von Everdrop gehe ich nicht anders vor als mit meinen bisherigen Produkten. Ich sprühe das Produkt selbst erstmal auf die Fläche, in dem Fall hier auf die Arbeitsplatte. Gehe mit einem nassen Lappen, in dem Fall hatte ich hier den von Everdrop selbst, und gehe dann nochmal mit einem trockenen Tuch drüber. Und ihr seht, ich rieche echt an allem. Ich brauche es einfach. Ich muss wissen, wie die Produkte riechen. Ich muss wissen, woher eventuell ein Geruch kommt, der mir nicht zusagt. Oder woher ein Geruch kommt, der mir sehr gefällt. Und das kann ich am besten einschätzen, wenn ich an allem rieche. Also im gesamten Video werdet ihr immer wieder sehen, wie ich meine Nase irgendwo hineinstecke. Wundert euch also nicht. Ja, dann haben wir nur noch schnell die Geschirrspülmaschine eingeräumt. Das habe ich euch diesmal sehr, sehr kurz gezeigt. Ich habe erst gar nicht versucht, das irgendwie lang zu halten. Mir war das nämlich zu langweilig. Und dann habe ich euch hier nochmal einen Clip eingefügt. Das soll ein Huhn darstellen. Ich will ja unbedingt immer noch Hühner haben ab dem Sommer. Ich muss nur noch Alex davon überzeugen. Am Anfang war er derjenige, der unbedingt Hühner haben wollte. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall. Dann hatte er mich soweit. Jetzt bin ich total hin und weg und will unbedingt Hühner haben. Und jetzt sagt Alex so, oh nee, ich weiß nicht. Oh Leute, was soll man da machen? Und dann ging es ans Waschen der Pfanne. Und ihr wisst ja, das ist jetzt die einzige Pfanne, die wir haben, die wir heute waschen müssen. Und ich habe hier eine Bürste von Everdrop gehabt, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Denn normalerweise kenne ich solche Bürsten zwar, aber ich habe noch nie selbst mit einer gearbeitet. Und ich fand die Handhabung sehr, sehr klasse. Muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich musste mich erst an den Geruch gewöhnen. Denn ich schätze, die Borsten sind auf Naturbasis und ich weiß nicht, aus was die Borsten bestehen. Aber der Geruch war am Anfang sehr irritierend, wenn ich ehrlich sein darf. Noch habe ich sie nicht so viel benutzt, dass ich euch irgendwie das Gegenteil sagen könnte. Aber ich habe sie hier, wie ihr sehen könnt, für alles Mögliche versucht zu verwenden. Einfach nur, um zu sehen, wie es ist. Und ich finde, vom Griff her ist sie wirklich um einiges besser als so ein Schwamm. Also ich war echt begeistert. Aber wie gesagt, die Borsten, die waren etwas gewöhnungsbedürftig vom Geruch. Dann habe ich hier diesen Küchenkanister, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, den ich ja von IKEA gekauft habe, einmal gewaschen. Das tue ich ja leider viel, viel zu selten. Eigentlich müsste das viel häufiger der Fall sein, denn dort lagere ich immer mein Spülmittel. Und ganz ehrlich, wir benutzen unser Spülmittel ja häufig und dementsprechend sind dann überall Flecken und Rückstände. Die haben wir jetzt aber beseitigt. Und natürlich, wenn ich sowieso schon dabei war, diesen Container da hinten sauber zu machen, habe ich auch gleichzeitig die Fläche dort hinten geputzt. Und tada, der Behälter hat auch wunderbar dort reingepasst. Ich habe dann nur nochmal diese Strohhalmbürste abgewaschen und mit hineingegeben und natürlich auch dieses Tuch von Everdrop. Und anschließend ging es dann an die andere Seite zum Flächenwischen. Und hier habe ich etwas mehr Mittel drauf getan, als ich es normalerweise tun würde. Einfach nur, weil ich total viele Ölrückstände hatte an dem Tag. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, ich hatte dort auch Öl rausgeholt und wir haben echt so versucht, das letzte Stückchen, was noch in der Flasche war, auszukippen. Und dabei haben wir einiges verschüttelt und deswegen sah es dort nicht mehr ganz so gut aus. Get close to me. My body's waiting.
Hier war ich echt gespannt. Was mein Herd betrifft, ne, da sind immer irgendwelche Ölrückstände. Und diese nochmal anders sauber zu machen auf einer Glasfläche als auf einer Arbeitsfläche. Versteht ihr, was ich meine? Da hat man viel, viel mehr Flecken, die man eventuell sieht. Ich muss aber echt sagen, ich war sehr, sehr überrascht. Es hat funktioniert, ohne dass ich meinen Fettentferner benutzen musste. Denn normalerweise klappt es bei mir nie anders. Beziehungsweise, was heißt nie anders? Ich muss dann einfach nur etwas mehr Zeit aufwenden. Das musste ich in dem Fall dann nicht tun. Und dann seht ihr hier nochmal, dass ich mein Ölchen nochmal auffülle. Und das ist auch etwas, was ich total schade finde, dass die ganzen Geschäfte, so wie Lidl und Aldi, keine großen Packs anbieten. Also mir würde es tierisch gut gefallen, wenn es Sonnenblumenöl in 5 Litern zu kaufen gäbe. Ja, es wäre vielleicht immer noch in einem Plastikkanister, aber immerhin hätte ich nicht ganz so viel Müll im Nachhinein zum Wegschmeißen. Denn 5 Flaschen, die ich ja dafür benutzen würde, sind definitiv mehr Plastik als das, was bei einem 5 Liter Kanister der Fall wäre. Auch wenn man es vielleicht anders meint, aber es ist tatsächlich weniger. Dann habe ich hier auch nochmal die ganzen Fläschchen sauber gemacht. Meine Flasche mit dem Sonnenblumenöl benutze ich am meisten. Dementsprechend gab es dort viel, viel mehr Flecken als auf den anderen. Die habe ich aber zum größten Teil wirklich gut rausbekommen. Der Rest ging dann mit einem Küchentuch super weg. Und dann seht ihr es hier, ich habe mich an meinen Gewürzschrank getraut. Oh Gott, das habe ich so lange vor mich hingeschoben und ich weiß gar nicht warum. Es war keine große Sache, es war schnell erledigt. Aber ihr wisst ja, alles, was in den Schränken selbst ist, nehme ich nicht gerne in Angriff oder verschiebe das auch ganz gerne, weil das nicht sofort ins Auge fällt. Und hier seht ihr es nochmal, ich behalte übrigens alle kleinen Gewürzpäckchen oder Gewürzmischungen und gebe sie anschließend in so eine Behälter. Und wenn ich dann irgendwas brauche, wie zum Beispiel Salz oder ähnliches, kann ich es dort rausholen. Und dann habe ich natürlich auch normales Gewürz dort drin, so wie schwarzen Pfeffer, wie in diesem Fall hier. Guckt mal, wie glücklich ich bin. Es haben genau 2 Packungen dort reingepasst. Ich habe selbst nicht damit gerechnet. Ich schüttel diesen Container aber immer wieder, damit so die kleinen Gewürzklümpchen, die sich schon zuvor in dem Glascontainer gebildet haben, nochmal aufgelöst werden und komplett pulverisiert werden. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ihr wisst, oh Gott, so eine Wörter sind schwere Wörter für mich, okay? Ich bin gerade stolz, dass ich es so weit gebracht habe. Und das habe ich natürlich dann für alle anderen Gewürze gemacht. Ich glaube, ich habe an dem Tag Chili-Pulver aufgefüllt, Paprika edelsüß, Knoblauch, schwarzen Pfeffer, Tomatengewürz, Hähnchengewürz. Keine Ahnung, was ich davon genannt hatte und was nicht. Manches habt ihr vielleicht doppelt gehört. Dann habe ich gesehen, dass ich Nelken gekauft hatte. Das war mir gar nicht klar. Und auch Sternanis. Das sind so Sachen, wisst ihr, das kaufe ich einmal und dann vergesse ich es. So wie meine Zimtstangen. Für irgendwas habe ich sie mal benötigt. Frag mich nicht für was. Das war wahrscheinlich nur ein Rezept und ich brauchte nur ganz wenig davon. Und der Rest, der liegt dann da einfach nur rum. Da ist es dann schöner, das Ganze in diesen Gewürzbehältern zu haben. Ich finde das halt wirklich super klasse, dass man das dann da unterbringen kann. Das, was ich in dem Fall halt auch nicht so gut finde, ist, dass ich total viele Glasbehälter immer wegschmeißen muss, weil ich die von Lidl selbst nicht benutze. Ich frage mich auch echt, ob die Leute weniger von den Nachfüllpacks kaufen und mehr von den eigentlichen Gewürzbehältern. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, denn jeder von uns wird etliche Gewürzbehälter schon zu Hause haben, die er ja immer wieder verwenden kann. Selbst wenn es nicht so eine hübschen sind, wie ich die habe, sondern die eigentlichen von Lidl selbst. Man kann sie ja aufschrauben und dann anschließend dieses Nachfüllpack dort hineinkippen und dann hat man's. Aber ja, also mich wundert das echt. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch nur unser Lidl so. Ich habe euch das ja schon öfter erzählt. Wir haben immer irgendwie Probleme mit Produkten und immer ist irgendwas nicht lieferbar und wir sind auch immer gefühlt die Letzten, die irgendwelche neuen Produkte im Regal haben. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Lidl bei mir in der Nähe habe, zu dem ich dann einfach über die Straße laufen muss und dann habe ich meinen Einkauf erledigt. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann mal in die Läden. Ich habe gesehen, es gibt, glaube ich, schon ein Pilotprojekt, wo Lidl so Weichspüler zum Abfüllen bereithält. Also ich war ganz überrascht. Wer weiß, vielleicht kommt das alles noch. Anschließend habe ich dann diese Spülmaschinentabs benutzt und siehe einer an, wir haben dort tatsächlich eine Spülmaschine vollbekommen. Mit dreckigem Geschirr, macht euch keine Sorgen, das Geschirr war vorher nicht sauber, es war natürlich dreckig.
Ihr wisst, ich würde das Wasser und so nicht verschwenden und vor allen Dingen den Aufwand, der wäre es mir nicht wert. Und dann habe ich nur noch den Boden gesaugt, denn auch durch das Umfüllen der Gewürze ist da echt einiges auf dem Boden gelandet. So, hier im Badezimmer werden wir das Übliche machen. Wir gehen hier einmal über die gesamten Flächen. Heute mit dem Badreiniger hier vorne. Und wir benutzen so einen Tab hier für die Toilette. Ich lasse das Ganze aber auch nur 1-2 Stunden einwirken, solange Alex mit den Kindern draußen ist. Und wir haben halt nicht die Zeit, es nachts einwirken zu lassen. Zumindest heute nicht. Ich werde es definitiv in einem anderen Video ausprobieren und euch dann das Ergebnis davon sagen. Diese Spiegel hier werden wir mit dem Fensterreiniger sauber machen. Ich habe sie erst vor kurzem gereinigt. Ich glaube, es ist nur hier vorne was zu sehen. Hier ansonsten ist der Spiegel eigentlich ziemlich sauber. Und dann war es das eigentlich auch schon. Also wir konzentrieren uns nur mal wieder so auf das, was ich auch wirklich tagtäglich mache. Und zwei von euch haben mich gebeten, dass ich diesen Fensterreiniger ganz genau angucke, ob er Streifen hinterlässt oder nicht. Und ich habe keine Küchenrolle dafür benutzt, sondern so ein Mikrofasertuch von Action. Das ist kein besonderes. Und er hat wirklich keine Rückstände hinterlassen. Ihr seht es ja auch hier, ich bin echt tausendmal alles abgegangen und konnte nichts finden. Das ist übrigens das Tuch von Everdrop. Wir haben ja zwei geliefert bekommen. Eins habe ich jetzt in der Küche und das andere ist dann fürs Badezimmer. Und dadurch, dass sie in unterschiedlichen Farben sind, komme ich da auch nicht durcheinander. Das könnte mir nämlich echt leicht passieren. Und dann seht ihr es ja, dann habe ich nur noch diesen rosanen Badreiniger auf die Flächen versprüht. Und hier rieche ich übrigens wieder am Tuch. Ich habe euch das ja gesagt, ihr werdet das im Laufe des Videos überall sehen. Ich liebe meine Gerüche und ich muss gucken, woher die Gerüche kommen, was es für ein Geruch ist, ob er mir zusagt oder nicht. Die Gerüche von Everdrop sind ganz, ganz dezent. In der Verpackung selbst riechen sie um einiges intensiver und wenn sie dann erstmal mit dem Wasser in Berührung kommen, dann ist der Duft nicht mehr ganz so stark. Und dann habe ich nur noch die Toilette geputzt. Hier kann man ja immer nicht wirklich sagen, ob etwas komplett sauber ist oder nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr sauber aus. Es wirkte sehr sauber. Es roch sehr sauber. Ich kann aber nicht sagen, ob er alle Bakterien rausgewaschen hat. Und nachdem ich dann diesen kleinen WC-Reiniger-Tab dort ins WC geschmissen habe, ging es dann auch schon an die Böden. Und auch hier habe ich wieder gesaugt. Und das Ganze dann einwirken lassen. Ihr seht zwar gleich schon so in ein paar Minuten den nächsten Clip, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich hier 2 Stunden gewartet habe. Also zwischendurch haben andere Geräte gearbeitet. So, wir machen jetzt mit der Waschmaschine weiter. Das ist tatsächlich ein Produkt, worauf ich mich am meisten gefreut habe, von all den Produkten. Einfach nur, weil ihr wisst, wie ich mit meinem Waschpulver bin. Ich liebe es, ein gutes Waschpulver zu haben, was den Dreck rausbekommt, was gut riecht und wo auch die Wäsche im Anschluss gut riecht. Und vor allen Dingen, was uns keine Ausschläge verursacht, denn wir sind etwas empfindlicher, was unser Waschpulver betrifft. Wir stellen jetzt erstmal eine Ladung, und zwar Handtücher. Denn die gebe ich anschließend in den Trockner und kann euch dann direkt ein Feedback geben, wie das Ganze nach dem Trocknen gerochen hat, ob man irgendwelche Rückstände von diesem, ich will nicht sagen von dem Dreck, aber von dem Muff so ein bisschen rausbekommen hat. Und ich glaube, bei den Handtüchern lässt sich das am besten sagen, denn die sind ja die ganze Zeit mit irgendetwas Nassem in Berührung. Deswegen stellen wir jetzt erstmal eine Ladung und benutzen dafür, wir haben rote Handtücher, also einmal hier das Colorwaschmittel und dann schauen wir weiter. Übrigens ist das das Waschmittel, was so super gut riecht. Ich bin also gespannt. Es muss auch tatsächlich nicht viel rein. Ihr wisst ja, ich war am Anfang so ein bisschen verwirrt. Aber es sollen wohl nur 30 Milliliter oder 30 Gramm, ich weiß gar nicht, was das darstellen soll, sollen wohl für eine Waschladung mit 5 Kilo oder 6 Kilo ausreichen. Wir haben eine große Maschine. Diese ist jetzt nicht wirklich voll, sodass ich das mit 45 Gramm oder Millilitern, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich meine, das ist Pulver, dann wird es wohl Gramm sein. Das sind also 1,5 von diesen kleinen Löffelchen. Ich bin echt gespannt, dass das dann sauber bekommt. Oh Gott, Leute.
Das sieht da drinnen aus wie ein kleiner Klecks. Ich mache es fast voll. Ich weiß ja, ich benutze immer sehr, sehr viel und zwar zu viel. Übrigens habe ich es dieses Mal auch wieder hier in die Kammer getan, anstatt es direkt in die Wäschetrommel zu packen. Ich habe von vielen von euch gehört, dass ihr das gerne so handhabt, dass ihr das gar nicht erst hier reinmacht, sondern direkt in die Trommel, dass das wohl genauso sauber wird wie halt auch hier. Bloß, dass man sich hier dann dieses ganze Schrubben und sowas nicht mehr antun braucht. Und ihr wisst ja, eigentlich mag ich sowas. Ich wollte es jetzt aber auf diese Art und Weise machen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Ich gebe auch keinen Weichspüler dazu, damit es das Ergebnis nicht verfälscht. Das Ganze wird jetzt bei 60 Grad gewaschen. Ihr wisst, Handtücher wasche ich immer bei 60 Grad und bei 1200 Umdrehungen. Und dann schauen wir zum Schluss nochmal rein. Und solange ich auf die Waschmaschine gewartet habe, habe ich mich dann ans WC gemacht und habe es einmal intensiv geschrubbt. Ihr wisst ja, das tue ich mit meinen üblichen Reinigungsmitteln ebenfalls. Und hier bin ich der Meinung, muss es tatsächlich über Nacht einwirken. Ich habe zwar wirklich einiges rausbekommen, aber in den Ecken selbst, vielleicht könnt ihr es dort im Bild sehen, ging es am Anfang nicht ganz so gut raus. Aber als ich dann gespült habe, sah es wirklich sehr, sehr sauber aus. So, die Wäsche ist jetzt durch. Ich bin gespannt, wie es riecht. Lass uns mal gucken. Es riecht nach Wäsche. Aber nach sauberer Wäsche. Wisst ihr was? Ich glaube tatsächlich, dass Everdrop ein Produkt ist, was für die Allergiker unter euch perfekt wäre. Es riecht nämlich wirklich einfach nur nach Baumwolle. Es hat keinen Nebengeruch oder ähnliches. Es riecht aber auch nicht schlecht im Sinne von, dass es vielleicht irgendwas nicht rausgewaschen hat. Schlecht ist es nicht. Ich habe allerdings tatsächlich gedacht, so vom Geruch her, als ich es gerochen hatte, zumindest das Waschpulver, dass es intensiver wird. Also habe ich nicht so ganz mit dem Ausgang hier gerechnet. Aber wie gesagt, für Allergiker und für Leute mit empfindlicher Haut, ich bin mir zu 100% sicher, dass ihr davon keine Ausschläge oder ähnliches kriegt. Es riecht noch nicht mal nach Wäsche, die man gerade frisch gekauft hat. Die hat nämlich so einen chemischen Geruch. Es riecht halt wirklich einfach nur rein. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und zum Schluss war die Spülmaschine dran. Hier habe ich nochmal geguckt, ob alles sauber geworden ist. Und das ist es. Auch die Gläser waren streifenfrei und hatten irgendwie keine Milchschicht. Und hier musste ich unbedingt den Löffel probieren. Ihr wisst ja. Hier seht ihr jetzt einmal die fertige Küche. Guckt mal, wie alles strahlt und wie sauber alles ist. Hier haben übrigens Oma und Emma frische Kekse gebacken. Dann sieht diese Ecke hier auch schon wieder viel, viel besser aus. Vor allen Dingen diese Ölflaschen sind jetzt endlich wieder befreit von dieser Ölschicht, die da drauf ist. Hier ist übrigens alles super klasse weggegangen. Damit habe ich nicht gerechnet. Für die Herdplatte hier benutze ich normalerweise immer einen Fettentferner, denn ich habe das Gefühl, man kriegt es mit nichts anderem raus. Aber es hat echt trotzdem gut funktioniert mit diesem Küchenreiniger. Ich war sehr überrascht. Hier vorne ist alles sauber und das ist ja das, worum wir uns heute gekümmert haben. Oh Gott, Leute, das sieht so viel besser aus. Ich habe jetzt wieder die ganzen Gläschen hier aufgefüllt. Das, was mir immer noch nicht gefällt, ist das hier. Ich habe hier immer stehen, was hier drin ist. Das habe ich ja eigentlich nur übergangsweise gemacht und wollte hier solche Etiketten ausdrucken, die genau auf diesen Deckel passen, damit ich immer sehen kann, was hier drin ist. Diese wollte ich mal machen und auch euch zur Verfügung stellen, denn ich weiß, dass auch einige von euch diese Teile hier benutzen. Ich kam noch nicht dazu. Ihr wisst ja, irgendwann im Sommer bin ich hoffentlich mit der Schule durch. Und selbst wenn ich die Prüfung nochmal wiederholen muss, habe ich zumindest Ferien. Und dann kümmere ich mich darum, denn das ist wirklich etwas, was mich tierisch stört, wenn ich das aufmache und ich dann schon immer so höre, wie diese Blätter hier eingezogen werden. Versteht ihr, was ich meine? Auch hier, oh, guck mal, wie schön das jetzt hier aussieht. Übrigens, diesen Fensterreiniger werde ich ins Badezimmer stellen. Ich werde es nicht hier in der Küche lassen. Aber dieser Seifenspender hat wunderbar in diese IKEA-Vorrichtung hier gepasst. Auch das Gel ist jetzt tatsächlich gelartig. Gestern sah das Ganze noch etwas anders aus. Es hat seine Zeit benötigt. Und hier vorne steht jetzt der Küchenreiniger. Ich habe ja gerne so die Sachen, die ich wirklich ständig benutze, immer griffbereit. Und das ist genau das. Dann haben wir auch hier wieder saubere Flächen. So, hier ist jetzt das fertige Badezimmer. Und ihr seht, hier wurden die Flächen komplett sauber gewischt. Wie gesagt, auch das hat wunderbar funktioniert. Aber ich muss ehrlich sagen, von einem Badreiniger habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Das, was ich eher erwartet habe, ist, dass es bei der Toilette etwas schwierig sein wird. Ich kann euch nicht sagen, ob er alle Bakterien oder so entfernt hat. Ich gehe aber sehr stark davon aus. Der Geruch, der davon ausgeht, ist ein ganz, ganz dezenter.
Nicht allzu penetrant, also wer von euch eher etwas Milderes vom Geruch her mag, wird Everdrop lieben. Und dann, das könnt ihr hier vielleicht auch sehen, seht ihr, was ich meine? Es passt so toll mit der Deko hier zusammen. Man merkt gar nicht, dass es kein Dekoartikel ist, sondern Reinigungsmittel. Und auch da oben habe ich jetzt die Bad- und den Fensterreiniger. Ich muss sagen, ich finde, das sieht wirklich gut aus. Es ist total dezent, fällt nicht so stark ins Auge. Und selbst wenn ich hier zum Beispiel ein Regal nur im Hauswirtschaftsraum hätte und das dann so aufgestellt hätte mit den ganzen anderen Behältern, würde das richtig klasse aussehen. So ihr Lieben, wir haben es geschafft. Die Küche ist sauber, das Badezimmer ist sauber und wir haben schon mal eine Ladung Wäsche gemacht. Ich muss definitiv noch eine zweite Ladung anschmeißen. Ich wollte jetzt aber so einen kleinen Einblick geben, wie ich die Produkte selbst finde. Ihr wisst vielleicht noch aus meinen letzten Videos, da habe ich ja immer wieder erzählt, dass wir langsam so ein bisschen nachhaltiger leben möchten. Deswegen bauen wir ja draußen schon den Garten an. Wir versuchen gerade also so ein bisschen umweltfreundlicher zu leben. Die Produkte von Everdrop sind dafür wirklich super geeignet. In den Verpackungen ist ja nur das Pulver drin. Ihr fügt dann Wasser hinzu und schon habt ihr so eine Glasflasche voller Reinigungsmittel. Das ist etwas, was ich von der Idee her wirklich klasse finde. Sind wir ehrlich, ihr habt jetzt auch an meinem Gewürzschrank gesehen, wie viel Zeug ich jedes Mal wegschmeiße, weil ich das in eine hübschere Flasche umverpacke oder in einen hübscheren Behälter. Irgendwas tut man ja doch immer, denn wir wollen unser Haus ja immer sehr, sehr schön haben. Everdrop hat perfekte Behälter und Flaschen, die alle aufeinander abgestimmt sind und auch super zusammen auf einem Regal aussehen. Das ist etwas, was mich wirklich überzeugt hat. Die Reinigungsmittel selbst, alles was die Marke so anbietet, setzt genau das um, was es verspricht. Das Küchenreinigungsmittel macht super in der Küche sauber, das Badreinigungsmittel macht super im Badezimmer sauber. Da gibt es keine Beanstandungen. Wer von euch Allergiker ist, ich glaube tatsächlich, dass diese Produkte euch sehr, sehr helfen werden. Ich kenne das ja von mir, ihr wisst ja, ganz besonders bei Emma ist es wirklich so, dass ich immer darauf achten muss, was ich unter anderem für die Wäsche nehme. Denn bei Emma, sie kriegt ja immer sehr, sehr schnell Hautausschläge. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie hier gar nichts kriegen wird. Das merkt man allein schon am Geruch und an der Zusammensetzung. In einem normalen Waschpulver hat man sonst immer so Zugaben drin, die da nicht unbedingt reingehören, wie wir wissen. Und hier bei Everdrop hat man wirklich nur das, was sozusagen auf Naturbasis ist. Und das wird zusammengemischt zu einem Pulver. Ich denke, auch noch ein super Punkt für viele, viele, viele Leute da draußen ist der Geruch. Ich weiß, dass viele Leute so extreme Gerüche nicht gerne haben. Hier habt ihr einen sehr dezenten Geruch, der nicht stark auffällt. Das heißt, wenn euch Gerüche irritieren oder Kopfschmerzen verursachen, das habe ich auch sehr häufig gehört, dann würde ich euch wirklich dazu raten, mal die Everdrop-Produkte auszuprobieren. Ihr wisst ja, ich habe das schon erwähnt, Everdrop hat mir die Produkte zugeschickt. Das heißt, ihr bekommt natürlich auch einen Gutscheincode. Und zwar könnt ihr KEEKS10 für 10% Rabatt erhalten bei einer Bestellung. Ich werde euch alles unten in der Infobox verlinken, damit ihr das alles auf einen Blick habt. Solltet ihr die Produkte gerne testen wollen und gleichzeitig einen kleinen Rabatt erhalten, könnt ihr das da gerne tun. Und eins kann ich garantieren, ihr habt die Produkte nicht zum letzten Mal gesehen. Ich denke, im Laufe der nächsten Videos werdet ihr immer mehr und mehr davon sehen und wir werden auch einiges mehr ausprobieren. Den WC-Reiniger werden wir definitiv auch mal über Nacht einwirken lassen. Ich bin nämlich der Meinung, dass es sogar auf der Verpackung stand. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr. Und wir werden definitiv auch nochmal die Böden wischen und zwar mit dem Reinigungspulver für die Böden von Everdrop. Ansonsten gilt wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!